Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Interviewreihe der Deutschen Krebsstiftung. Unser heutiger Gast war schon in vielen Talkshows zu sehen. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder hat er viel dazu beigetragen, dass Männer offener und besser über Krebsfrüherkennung und Krebsprävention sprechen können. Mit ihrem Buch Unser Leben, unsere Krankheit haben die beiden nicht nur einen Bestseller gelandet, sondern so manches Tabu gebrochen und dazu beigetragen, dass Männer selbstverständlicher über Probleme, die unterhalb der Gürtellinie angesiedelt sind, sprechen können. 2009 erkrankten die Gebrüder Uli und Michael Roth nahezu zeitgleich an der mittlerweile häufigsten Krebsart bei Männern, dem Prostatakarzinom. Die Therapie und Operation war bei beiden, bei Uli und Michael, erfolgreich. Nach 5 Jahren Remission gelten sie heute beide als geheilt. Ich freue mich sehr, dass einer von ihnen jetzt auf dem roten Survivor Chair Platz genommen hat und unter anderem über sein spannendes Leben als Nationalhandballspieler, Manager der Musikgruppe PUR, aber vor allem als Cancer Survivor sprechen wird. Mit 54 Jahren steht er wieder mitten im Leben und ist vor kurzem sogar noch einmal Vater geworden. Herzlich willkommen, Uli Roth. Hallo. Uli, sei doch so lieb, erzähl uns deine Geschichte. Wie war dein Leben vor der Krebserkrankung? Wir hatten ein wunderbares Leben. Sehr behütet aufgewachsen mit meinen 3 Geschwistern und auch mit meinem eigenen Zwillingsbruder Michael. Sehr sportliche Familie. Mein Vater war ja Basketball-Nationalspieler und Handball-Bundesligaspieler am Ende. So war der Weg über den Sport vorbestimmt in unserer Familie. Schulisch total versagt, alles in den Sport gelegt und in das Leben. Allerdings dann auch haben wir das Leben gelebt und aus dem Leben raus profitiert und unsere Erfahrungen gesammelt, sodass aus uns dann doch am Ende noch was geworden ist. Wie kam es zu der Krebsdiagnose? Mein Bruder war der Erstdiagnostizierte. Für ihn war es eine Schockdiagnose. Er wollte eigentlich zu einer Magen-Darm-Spiegelung, die ich ihm empfohlen hatte. Und bei dieser Magen-Darm-Spiegelung und der Blutabnahme kam dann beim PSA-Wert ein überaus hoher Wert. Mit der späteren dann folgenden Diagnose über die Biopsie eben zum Karzinom in der Prostata. Du warst der Zweitgeborene und hast die Diagnose Prostatakrebs auch als Zweiter erhalten. Ja gut, ich habe den ganzen Prozess mit meinem Zwillingsbruder durchlebt. Und ich war ja damals 2009 im Januar erst bei meiner Routineuntersuchung mit einem leicht erhöhten PSA, aber nie besorgniserregend. Dass es mich treffen kann als einiger Zwillingsbruder, die Sorge hatte ich dann auch, weil wir in der Regel unsere Krankheiten immer geteilt haben. Aber dass es dann so schnell kam, das war dann für mich, aber auch für die Mediziner kaum erklärbar. Wie viel Zeit lag zwischen der Diagnose bei Michael und bei dir? Also mein Bruder wurde Ende März diagnostiziert 2009 und ich dann im Juni 2009. Was war die erste Reaktion, die dir durch den Kopf gegangen ist, als der Arzt zu dir gesagt hat, Herr Roth, Sie haben Prostatakrebs? Man denkt immer, da muss schon einer getäuscht haben, das Glas vertauscht irgendwie. Und Krebs steht ja auch erstmal so für, ja, man ist schwach. Ja, man ist nicht schwach als Krebskranker. Man hat nämlich auf einmal Kräfte und Stärken, die ein gesunder Mensch so gar nicht entwickeln kann. Ja, da spielen dann auch auf einmal Dinge eine Rolle, dass man sich mit dem Glauben mal wieder auseinandersetzt. Ja, mit Gott sei Dank. Ja, dieses Gott sei Dank war, ja, es war eine Floskel. Uli, im Buch habt ihr das wie folgt beschrieben. Da schreibt ihr, es war die Diagnose Prostatakrebs, die hat uns getroffen wie ein Blitz an einem Sonnentag. Also bei meinem Bruder trifft es zu 100% zu, weil er vollkommen unerwartet, unvorbereitet, wie bei vielen anderen Krebsdiagnosen dann auch, betroffen war. Bei mir war es dann der schleichende Prozess und dann wusste ich, ich werde das alles auch in kurzer Zeit genauso durchleben wie er. Drängt sich die Frage auf, ist das leichter zu akzeptieren, wenn der Zwillingsbruder das Prozedere schon durchlitten und durchlebt hat und einem vielleicht sogar als gutes Beispiel vorangeht? Oder macht es das schwerer? Das ist eine gute Frage. Wenn ich mir es heute raussuchen wünschen würde, würde ich den Prozess für mich genauso noch mal lieber als Zweiter haben, mit der Erfahrung zu wissen, was kommt auf mich zu. Weil bei meinem Bruder waren natürlich sehr viele ungeklärte Fragen. Kommt Chemo, fallen die Haare aus?
kann es zum Tod führen. Die Ängste, die er durchlebt hat, die habe ich mit ihm durchlebt, aber nicht als Betroffener erstmal, sondern nur als betroffener Zwillingsbruder, der seinen Bruder wahnsinnig liebt und ihm natürlich helfen und moralisch aufbauen will. In der Rolle habe ich mich ja damals gesehen und nicht selbst als Betroffener. Welche Träume wurden, als du die Diagnose erhalten hast, gestoppt? Welche wurden auf Eis gelegt und welche haben dir besonders viel Kraft gegeben? Durch den Schock der Diagnose hast du erstmal überhaupt gar keinen Traum. Du kannst bei einer Krebsdiagnose auch nicht nach vorne denken. Du musst es eigentlich von Stunde zu Stunde entscheiden und auch leben. Aber ich glaube, wenn man dann auch wieder ins Fahrwasser kommt, man hat vieles jetzt geschafft und es entwickelt sich auch positiv, dann kommen die Träume, die man geträumt hat, schnell zurück und es kommen ein paar neue hinzu. Gab es irgendwann einen Punkt, Uli, wo du gedacht hast, ich schaffe es nicht? Wenn man es mal ganz sportlich sieht, haben wir es angenommen, ja, haben es analysiert, haben es auch, soweit es damals dann ging, auch schnell mit uns selbst ausgemacht und einen straffen Plan entwickelt, ja, also auch Zeitplan. Da wurden sofort gesagt, hier ist die OP, so lange muss ich im Krankenhaus sein, dann bleibe ich noch eine Woche in Hamburg, da wird der Katheter gezogen. Da setze ich mich ins Flugzeug, fliege 3 Wochen nach Mallorca. Das klingt auch nach sehr viel Selbstbestimmtheit. Ja, und auch Selbstdisziplin. Also ich glaube, dass man die Disziplin, sich nur in dem Moment um das zu kümmern, was wichtig ist, für jeden auch wichtig sein muss. Man kann auch Trost aufnehmen, ja, und das tut einem auch gut. Aber das, was passiert, muss man mit sich selbst ausmachen. Du hast in eurem Buch geschrieben, ich musste erst mal lernen, das Wort Krebs auszusprechen. Es ist ja auch so, dass man bei Diagnosengesprächen, auch die Ärzte zum Teil das Wort Krebs ja gerne umgehen. Ja, Karzinom, Tumor, ja. Dass man jetzt selbst ein Krebserkrankter ist, das muss man erstmal mit sich ausmachen und verdauen. Und deshalb ist es eine Hürde, das Wort dann auch für seinen Sprachgebrauch so zu nutzen. Aber Krebs ist Krebs. Und wenn du einmal Krebs hattest, dann bist du auch durch das Wort und durch die Krankheit bleibst du auch geprägt, weil du bist auf der anderen Seite des Flusses, wo die Krebserkrankten sind und die anderen sind die Gesunden. Man muss trotzdem versuchen, sein Leben positiv weiter zu gestalten und es anzunehmen. Was ist denn die größte Hürde beim Annehmen? Also erstmal zu sagen, ich hab's. So, das ist das Wichtigste. Und ich muss es meinen Liebsten sagen. Und ich muss es meinen Freunden sagen, ich muss es auch meinen Bekannten sagen und ich muss es auch kein Geheimnis draus machen. Weil das, was innen stattfindet, ist wie eine Atombombe. Ja? Und die hemmt, die blockiert. Und wenn man sie lange, zu lange für sich alleine mit sich rumträgt oder nur im ganz kleinsten Kreise ausmacht, das befreit nicht. Also ich kann nur jedem die Empfehlung geben, offen sein damit. Uli, was ist deine Definition eines Cancer Survivors? Von der Diagnose, des Annehmens, die Zeit, sich dafür zu nehmen und alles andere mal für nicht so wichtig zu erklären. Das ist auch eine Empfehlung, die ich immer wieder Betroffenen sage. Und dass man ja, es annimmt und es durchkämpft. Bis dahin, wo man entweder als ganz gesund gilt oder eben bis das Schlimmste eintreten kann, dass der Krebs einen besiegt hätte, aber bis dahin eben auch noch gelebt hat. Weil jeder, der den Prozess durchlebt hat, hat sich ja nichts anderes gewünscht, wie weiterzuleben. Nach 5 Jahren Remission giltst du, Uli, aber auch dein Bruder Michael als geheilt. Wie fühlt sich das für euch an? Also nach den 5 Jahren haben wir eine Party gemacht mit den allerbesten Freunden und der Familie. In der Zeit bis dahin gab es natürlich auch schon viele Sorgen und auch Ängste, dass es zurückkommen könnte. Wie lebst du heute? Was machst du? Ja gut, ich bin mit meinem Beruf verheiratet und verliebt und mit meiner tollen Frau. Und meine Lebenspartnerin oder jetzt Frau hat einen Kinderwunsch gehabt, den ich mitgetragen habe. Das ging dann nur auf dem künstlichen Wege, das war also auch eine neue Erfahrung. Und leben eine neue kleine Familie. Bin eigentlich ein sehr zufriedener, glücklicher Mensch im Moment. Jetzt bist du Musikmanager der Popgruppe PUR. Ihr seid gerade auf Tournee. Wie verträgt sich das? Wir haben eine sehr erfolgreiche Zeit gerade zusammen mit PUR. Wir haben ausverkaufte Hallen.
sehen jeden Abend glückliche Menschen, die sich von unserer Musik inspirieren lassen. Und wir haben ein tolles Team, wo alle bei der Arbeit Spaß haben. Und das ist natürlich ein Segen, wenn du mit Freude und Spaß deine Arbeit vollrichten kannst. Wie hat deine Band damals reagiert, als du gesagt hast, Leute, ich habe Krebs, ich werde für eine längere Zeit ausfallen? Ja, es gibt ja bei uns zwei Highlander, wie wir es selbst nennen. Das ist Hartmut, Sänger, Frontmann und der die Band nach außen repräsentiert auf der Bühne, ein unfassbar guter Frontmann ist und ein Dirigent der Massen. Und ich bin so der Highlander hinter oder unter oder neben der Bühne. Ja. Ich galt immer so der Fels in der Brandung und der Unerschütterbare und als letztes ins Bett, als erstes raus. Das Symbol für großer, starker Mann. Und deshalb war es für die Band ein Schock. Ja, das habe ich gespürt. Aber es gab eine besondere Begegnung, die ist auch im Buch beschrieben. Nach der Operation, 10 Tage danach, war ich dann in einem Hamburger Hotel nach der Krankenhauszeit. Und Ingo und Hartmut haben mich besucht in Hamburg. Ich hatte damals ja bestimmt 8 bis 10 Kilo weniger wie vorher. Und das war der Moment, wo ich für mich wahrgenommen habe, sie sehen jetzt hier einen Kranken. Und das war für mich so eine Begegnung der besonderen Art und für Hartmut und Ingo denke ich auch. Wir sind ja heute hier auf einem Handballfeld, in einer Handballhalle. Das ist nicht zufällig gewählt. Du hast unglaublich viele Titel gewonnen, Olympia, Silbermedaille, deutscher Meister geworden. Wenn du all diese Erfolge nimmst, Cancer Survivor, Vater, Musikmanager oder Handballer, welcher wiegt am meisten? Also am Ende bleibt doch immer, das klingt manchmal banal, aber so ist es eben, die Gesundheit. Ja, und weil die Gesundheit steht für das Leben und für die Lebensqualität. Wie kann ich mein Leben leben? Wie und worin hat dich die Krankheit verändert im Sinne von auch Abgrenzung? Also auch mal Nein zu sagen, wo man früher vielleicht doch eher Ja gesagt hätte. Ich zitiere das mal aus dem Buch. Als Partylöwen waren wir überall dabei, hatten das Gefühl, etwas zu verpassen. Wir waren die Letzten auf jeder Party, haben meistens das Licht abgedreht. Es war für uns selbstverständlich, die Letzten sein zu müssen, weil es von uns erwartet wurde. Wie sieht das heute aus? Die Auswahl der Partys, auf die man hingeht, hat sich deutlich verändert und reduziert. Das gilt übrigens nicht nur für die Partys, es gilt auch für Treffen im Freundeskreis oder überhaupt für das ganze Time-Management hat sich verändert. Also, dass stressige Phasen es gibt, aber dann brauche ich wieder die ruhigen Phasen, und die haben wir dann auch, die nehme ich mir dann auch. Und dann kann auch passieren, was will. Was mir gut tut, ist die Auswahl der Freunde, dass sich manche oberflächliche Beziehung oder Freundschaft es mir gar nicht mehr so wichtig war, wie ich das vorher glaubte und sie dadurch beendet habe. Was hast du durch die Krebserkrankung verloren und was hast du gewonnen? Verloren habe ich, dass ich keinen Samenerguss mehr habe. Dass mir auch immer wieder... Also man nennt es, glaube ich, auch trockenen... Trockenen Orgasmus. Ja, das erinnert mich immer wieder daran, dass das war. Das ist auch nachhaltig immer noch im Kopf natürlich drin. Und auf der anderen Seite hat es mir... Ja, einen Erfahrungsschatz gegeben, eine Zensur in meinem Leben, die in der Nachbetrachtung zu dem richtigen Zeitpunkt vielleicht auch kam, um jetzt den letzten Abschied des Lebens eben etwas anders, etwas bewusster, nicht ganz so an der Oberfläche schwimmend zu durchleben. Und da spielt das Wort Dankbarkeit eine große Rolle in unserem Leben, dankbar zu sein für dass man gesund weiterleben darf. Und auch mit dem Bewusstsein, dass es einem treffen kann. Und da ist keiner davor geschützt, leider Gottes. Uli, wir sind am Ende unseres Gespräches angekommen. Mir bleibt, mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns so offen über deine Erkrankung, aber auch über dein Leben einen Einblick zu gewähren. Vielen lieben Dank. Dir persönlich alles Gute. Es war ein schönes Wiedersehen und gerne wieder. Mach's gut, Uli. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder an der großen Bühne im Berliner Hauptbahnhof am 1. Juni 2016 beim 2. German Cancer Survivors Day. Und wenn Sie auch ein Cancer Survivor sind und uns Ihre Geschichte mitteilen möchten, würde uns dies sehr freuen.
Auf der Homepage der Deutschen Krebsstiftung finden Sie alle Informationen hierzu. Auf bald und tschüss!